Hallo. Hallo. Ich habe doch mal was bestellt. Was denn? Das siehst du ja gleich. Brauchst du noch eine Schere? Bestimmt. So. Professionelles Aufmachen. Oh, noch mal eingepackt. So. Es ist leicht, wirklich leicht. Wackelt ein bisschen da drin, also es ist kleiner. Spannung steigt. Ja, es kommt Papier raus. Bluetooth? Ich habe noch keine Ahnung. Hier, bitteschön. Bluetooth Communication Headsets. Ah, für Helm. Für Fahrradhelme. Zwei-Wege-Sprechanlage, Intercom bis zu 400 Meter. Smartphone-App für iPhone. Uhu. Von der Firma Sennheiser. Pi. Das ist ein für den Fahrradhelm. Ja, ich mache es jetzt mal auf und dann sehen wir gleich. Ein Communication Headset für Helme. So. Ja, so aufregend. So. Logischerweise zwei Stück, weil sonst kann man ja nicht kommunizieren. Ich muss aber erst aufkriegen. Schwierig. Schwierig. Perfekt. So. Das ist jetzt der Inhalt. Eine Anleitung, die ich vermutlich nicht lesen werde, wie ich mich kenne. Aber dann brauche ich jetzt noch einen Fahrradhelm. Also genau genommen zwei. Ja. Dann probieren wir mal mein Glück. Mein Helm bitte. Dankeschön. Ganz normaler Fahrradhelm. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. So. Ich habe es jetzt mal ausgepackt. Hier. Da steht sinnvollerweise nur, dass man sich die Anleitung runterladen kann. Das will ich jetzt aber nicht. Da steht hier nur. Ja, das ist was für Anfänger. So. So, hier steht einmal rechts, einmal links. Das heißt, einmal rechts, einmal links. Okay. Ich klemme das da jetzt einfach mal ein. Das wird schon falsch sein.
das ist gar nicht so einfach, Leute. Also, wahrscheinlich schon, aber... So. Was ich mit dem Kabel mache, das muss ich noch gucken. So. Und dann klemme ich das hier noch ein auf der anderen Seite. Es gibt bestimmt Leute, die stellen sich ein bisschen besser an. Aber nicht viel. So. So. Okay. So weit, so gut. Okay, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das kann ich hier nicht befestigen. Ich kann sie ja einfach jetzt mal den Helm aufziehen. Schauen. Erstmal. Das so richtig ist. Moment. So, also drücken tut auf jeden Fall mal nichts. Okay, dann können wir weiterschauen. So, und weiter geht's. Firmware Update ist installiert und jetzt versuchen wir das Ganze zu koppeln. So, wir haben hier Plus und Minus. Ja, um das Ganze zu koppeln, muss man Plus und Minus gleichzeitig gedrückt werden. Parallel dazu gehe ich hier schon bei meinem iPhone in Bluetooth. Jetzt drücke ich das mal zusammen und dann schaue ich, was passiert. Hallo. Handy koppeln. Jo. Und ist verbunden. Handy. Ist festgekoppelt. Ja, sage ich ja. Danke, dass du mit mir redest. Also, sie und ich sagen, ist gekoppelt. Dann werden wir das Ganze jetzt einfach mal nochmal ausprobieren, wie weit es funktioniert. So, wir sind jetzt hier ein bisschen ins Land rausgefahren. Ja, hinter Buchendorf liegt eine Keltenschanze, an der sind wir jetzt gerade. Und hier werden wir mal die Reichweite von dem Sena Pi ausprobieren. Sabine hat schon an ihrem Ohr. Ja, auf beiden Seiten. Ja. Habe ich. So, ich habe die Sena Pi auch schon bei mir an meinem Helm dran und wir haben das jetzt schon in den Intercom-Modus gewechselt. Und jetzt werden wir gleich mal die Reichweite ausprobieren. Genau. Noch eine kleine Anmerkung. Wir haben die Produkte selber von unserem eigenen Geld gekauft und alles, was wir darüber sagen, ist unsere eigene Meinung. Sabine macht sich dann jetzt mal auf den Weg und wir schauen, wie weit wir sie noch hören können. Ja. Bis gleich. Kannst du mich noch gut hören? Ja, wunderbar. Ich kann dich auch perfekt verstehen. Ja, ich höre auch, wie dein Fahrrad klappert. Aber ich kann dich immer noch sehr gut hören. Kannst du mich noch gut hören? Jetzt versuche ich das mal hinzukriegen, dass man irgendwie auch das hört, was du sagst. Dann muss ich das Handy ein bisschen mehr an mein Ohr dran halten.
Kannst du mich immer noch verstehen? Ich verstehe dich immer noch ganz wunderbar und klar. Super, bestens. Das sind jetzt schon einige Meter zwischen uns. Ich würde sagen, das sind schon fast 150. Ja, ich höre dich auch ein bisschen abgehackt zwischendurch. Oder? Ich kann dich zwar noch verstehen, aber es fängt schon an abgehackt zu sein. Genau, ich dachte, jetzt ist es aber sehr... Okay, also ich kann dich jetzt kaum noch verstehen. Ja. Ich glaube, es wäre gut, wenn du jetzt zurückkommst. Ich kann dich nicht mehr verstehen. Keine Chance mehr. Die Firma Senna macht Werbung damit, dass man bis zu 400 Meter hören kann. Ich würde sagen, das sind jetzt etwas weniger als 400 Meter. Obwohl wir gute Sichtverbindung haben. Ja. Jetzt kann ich dich wieder einigermaßen hören. Jetzt höre ich dich wieder ein bisschen. Komm einfach mal wieder zurück. Ja, mach ich. Jetzt dürftest du mich wieder gut hören. Ja, ich kann dich jetzt wieder ganz gut verstehen. Sobald du was sagst, verstehe ich dich wahrscheinlich sogar noch besser wieder. Ja, also jetzt habe ich dich auch wieder ganz klar gehört. Jetzt ist wieder alles wunderbar. Okay. Also die Reichweite ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, bei einer normalen Fahrradtour kann man sich da bestimmt gut unterhalten, auch wenn man zwischendurch mal vielleicht falsch abgebogen ist und sich zurückrufen möchte zur anderen Seite. Hello.